So, jetzt stehe ich am Bahnhof Fuchu, ein bisschen westlich von Tokio, vor dem Laden Kurudo. Und da gibt es etwas, was ich auf jeden Fall testen wollte. Mal sehen, was ich da erreiche. Und das ist die Spielhalle Taito Station Fuchu Kurudo Filiale. Ein neuer Laden, geöffnet vom 29. August 2020. Bei der Eröffnung kam der Laden mit 454 Greifarmautomaten ins Guinness Buch der Rekorde. Doch 5 Monate später wurde diese Spielhalle von Sega Shinjuku Kabukicho Filiale vom Thron gestoßen. Und Sega auch 6 Monate später von Apina Shindifu. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielhallen hat diese Halle nur wenige Automaten mit gleichen Preisen. Man kann also unterschiedlichste Preise gewinnen. Der Vielfalt hier ist einfach der Wahnsinn. Eine 1800 Quadratmeter große Halle voller Greifarmautomaten. Ein Himmel für Zocker oder eine Hölle? Das werde ich wohl herausfinden. Übrigens, im Video findet ihr 4 Schlüssel, die ihr für das Gewinnspiel benötigt. Am Ende seht ihr noch, was für Preise ihr gewinnen könnt. Es gibt hier auch ganz viele UFO-Catcher bzw. Greifautomaten-Spiele mit 10 bis 50 Yen pro Spiel, also 8 Cent bis 40 Cent so, als doch für Anfänger gut geeignet, sag ich mal. Ist auch dann echt mega sowas. Schlüssel 1 für das Gewinnspiel, ein E. Was meiner Meinung nach auch noch nicht fehlen darf, sind natürlich Black Thunder. Hier kriegt man das für, ich glaube, sehr nah, 20 Yen pro Spiel. Auch echt nicht schlecht. Natürlich meint man auch, man könnte sowas direkt kaufen, weil ein Black Thunder kostet ja noch sowieso nur 30 Yen. Aber es geht darum, dass man es hier selbst ergattern kann. Kontaktlos bezahlen. So, hier geht es darum, Black Thunder mit der Schaufel auf die obere Plattform zu bringen, um die Shoki mit der Schiebeplatte runterzuschubsen. Doch wenn jemand ungeschickt ist, passiert sowas. Das wird nach oben gebracht. Und mal passiert gar nichts. Zumindest scheinbar. Drücken beim richtigen Timing und verfehlen. Aber dann nichts. Auch das gehört zum Spiel und sowas sorgt für Spannung. Jetzt aber. Okay, so spannend wollte ich es auch nicht haben. Dann die Erlösung. Happy Me. Das hat 20 Yen pro Spiel gekostet, also ca. 16 Cent. Prinzipiell habe ich genauso viel bezahlt, wie wenn ich Black Thunder gekauft hätte. Aber da macht es einfach mehr Spaß, finde ich. Ansonsten versuchte ich, weitere Süßigkeiten zu bekommen. Schlüssel 2, ein J. Ich hatte vor, viel zu nehmen, also brauchte ich auch eine Tüte von der Spielhalle. Auch das war relativ easy, zum Glück. Ich wollte unbedingt einen Schleimturm von der bekannten RPG-Serie Dragon Quest haben. Das repräsentative Rollenspiel aus Japan. Kann ich euch übrigens total empfehlen. Und das war der erste Schritt in den Sumpf oder Treibsand. Egal, auf jeden Fall wie eine Falle. Habt ihr gesehen, wie weit sich das bewegt hat? So weit. Jetzt noch einmal langsam. Satte halbe Zentimeter pro Versuch. Dennoch blieb ich optimistisch. 10 mal 0,5 wären ja schon 5 cm. Ist doch easy, oder? Vorausgesetzt, ich treffe immer 100% akkurat. Es ging und ging weiter.
aber irgendwann war ich am Ende meiner Kraft. Da half nur eines, der Hilferuf. In vielen solcher Spielhallen kann man die Mitarbeiter bitten, nach gewissem Verlust das Produkt umzuplatzieren. Meistens bekommt man dann auch nützliche Geheimtipps, wie man wo greifen sollte. Und siehe da! In diesem Moment habe ich der Welt und Taito Station aus tiefstem Herzen gedankt. Ein großartiges Erlebnis. So, das war eine super easy Sache, hat nur 0 Euro gekostet, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Der wird für immer auf meinem Podest stehen und für immer für Ruhm und Ehre stehen. Schlüssel 3, der dritte Buchstabe eures YouTube-Namens. Ist der Name zum Beispiel einfach, dann ein N. Ist der Name zum Beispiel nur 2 Buchstaben lang, dann ein Leerzeichen. Doch das war nicht das Ende. Es gab ein großes Gojo-Plüschi. Hier ging es darum, den oberen Haken zu drehen, damit sich die untere Platte öffnet. Sofort hatte ich den Dreh raus. Ist auf jeden Fall Kinderspiel, sowas mache ich mit links. Muss ich auch nicht mal gucken. Wäre schön gewesen. War auch nicht so einfach gewesen, auch wenn nicht so schlimm wie der Schleim. Jedenfalls war ich glücklich. Es gab auch zahlreiche einfache Automaten, Easy Mode. Da konnte man so tun, als wäre man ein Profi. So macht das Spaß, aber so richtig. Auch hier, wie ein mega Greifautomaten-Steuerungsmeister. So, das war dann der Besuch bei Taito Station Hucho Kururuten. Das hat sich gelohnt, sag ich mal. Ich habe ein paar Sachen gewonnen und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Es gibt auch ein Gewinnspiel zu diesem Thema und in der Beschreibung findet ihr alle Informationen, die dazu nötig sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gewinnen könnt ihr Satoru Gojo-Figur aus der Serie Jujutsu Kaisen, Grimm Plüsch aus Twisted Wonderland, Yoshiro Plüsch aus Demon Slayer und bei einfach Japanisch darf das überhaupt nicht fehlen, die Muki Muki Garnele. Viel Glück! Schlüssel 4. Ein Ausrufezeichen.